Ja, hallo und herzlich willkommen zur 6. Sendung von Good Morning Cologne. Good news, it's all good news for you. It's all good news for you. Isabel Weißenfels und ich, Julia Paulmann, begrüßen euch ganz herzlich und erklären euch heute die Welt der Fake News. Unsere Schülerredakteure aus dem Lessing-Gymnasium in Zindorf werden uns dabei mit ihren Filmbeiträgen tatkräftig unterstützen. Natürlich haben wir uns auch dieses Mal wieder einen Experten mit in die Sendung geholt, Peter Onneken. Er ist investigativer Wirtschaftsjournalist und Filmemacher beim WDR. In unserem heutigen Expertengespräch wird er uns erzählen, was so alles passieren kann, wenn man Fake News in Umlauf bringt. Aber zunächst einmal stellt sich die Frage, was bedeutet überhaupt Fake News? Nun, der Begriff Fake News ist noch relativ jung. Seit den letzten Präsidentschaftswahlen in den USA ist der Begriff jedoch populärer geworden, auch hier in Deutschland. Er wurde sogar 2016 zum Anglizismus des Jahres gewählt. Übersetzt bedeutet Fake News gefälschte Nachrichten. Dabei kann es sich um offensichtlich gefälschte Nachrichten handeln, wie auch um versehentlich oder unabsichtlich verbreitete Informationen, die nicht ganz richtig sind. Klingt doch erstmal ganz einfach. Aber kann man wahrheitsgemäße Nachrichten überhaupt noch von Fake News unterscheiden? Unsere Reporter waren einmal auf der Straße unterwegs und haben dazu einen kleinen Test durchgeführt. So, wir sind heute in der Kölner Innenstadt unterwegs und wollen einige Passanten zum Thema Fake News befragen. Wir sind gespannt, was die Leute uns zu erzählen haben und los geht's. Was verstehen Sie unter dem Thema Fake News? Habe ich noch nie gehört. Fake News, also gar nichts. Gar nichts? Gar nichts. Das sind Falschmeldungen, die im Internet kursieren, ne? Nachrichten, die rausgesendet werden, meistens im Internet, die nicht stimmen. Der Begriff ist ja von Trump sozusagen eingeführt worden und ich verstehe darunter, dass man Informationen verbreitet, die nicht gründlich recherchiert wurden. Ist das bei Ihnen schon irgendwo aufgekommen oder haben Sie da selber eine persönliche Erfahrung mitgesammelt schon irgendwo? Per WhatsApp. Ganz oft. Ja, der größte Fake News ist, wenn man jemanden fragt, wie es einem geht und er sagt, gut. Stellt euch vor, ihr seid auf Facebook unterwegs und lest die neuesten Artikel. Während der Bundestagswahl waren 7 der 10 populärsten Angela Merkel-Artikel Fake News. Wir haben heute 4 Artikel mitgebracht. Eines davon ist eine Fake News, die anderen Meldungen entsprechen der Wahrheit. Ich bin gespannt, ob die Kölner herausfinden können, welches die Fake News ist. Also wenn ich unter Fake News verstehe, dass auch irgendwie Sachen falsch zitiert werden, dann denke ich, dass das ja auch falsch ist. Also mir, ich weiß es gar nicht. Ich halte dann einfach eine. So. Ich würde sagen, das ja schon mal. Ne? Ach, falsch. Dann würde ich denken, die wäre gefaked. Ja. Tja, was soll ich dazu sagen? Ich weiß es nicht. Einfach mal raten. Das hier? Richtig, das ist eine Fake News. Krass, wie überraschend. So viele Passanten kennen Fake News gar nicht und so viele Leute können Falschmeldungen von echten Meldungen überhaupt nicht unterscheiden. Mit dieser interessanten Erkenntnis gehen wir auch direkt zurück ins Studio. Tja, wie es scheint, ist es gar nicht so leicht, eine richtige von einer falschen Meldung zu unterscheiden. Außerdem wird der Begriff Fake News auch für sehr unterschiedliche Arten von Falschmeldungen verwendet. Das jedenfalls haben unsere Schülerredakteure bei ihrer Umfrage festgestellt. Fake News? Weiß eigentlich jeder, was das ist? Unsere Reporter haben sich auf die Suche begeben und Leute zu dem Thema Fake News befragt. Hallo, wir befinden uns jetzt gerade am Köln-Bonner Flughafen und wir werden jetzt hier ein paar Leute zu dem Thema Fake News interviewen und ob sie damit schon Erfahrungen hatten. Wer nicht weiß, was Fake News sind, Fake News sind gefälschte Nachrichten, die man meist im Internet auf sozialen Netzwerken wiederfindet. Hattet ihr schon mal Erfahrungen mit Fake News? Ja. Ja. Und welche? Also wir wurden per Telefon angerufen und da hieß es, dass wir etwas gewonnen hätten. Bei mir, da kann man manchmal solche Seiten mit so einem Glücksrad zum Beispiel und da soll man irgendwie drehen und dass man ein iPhone gewonnen hat oder so, obwohl man nichts gewonnen hat. Okay. Dankeschön. Hatten Sie schon mal Erfahrungen mit Fake News? Was heißt Erfahrung? Ja klar, habe ich schon mal falsche Nachrichten gehört, klar. Hattest du schon mal Erfahrung mit Fake News? Ja, hatte ich. Zum Beispiel?
auf One Football. Da wurde verbreitet, dass Peter Stöger, Trainer vom FC Köln, entlassen wurde. Aber dabei war das der Sportdirektor Jörg Schmadtke. Dankeschön. Wir selber hatten auch Erfahrungen mit Fake News. Und zwar ging auf der Social-Media-Plattform Snapchat ein Bild herum, auf dem stand, dass das WLAN wegen der Bundestagswahl abgestellt wird. In unserer Gruppe haben wir uns mit einer der weit verbreitetsten Fake-Nachrichten aus dem Internet beschäftigt. Weiteres seht ihr jetzt. Haben Sie schon mal davon gehört, dass wir Menschen während unseres Schlafes im Jahr 8 Spinnen verspeisen? Hast du schon mal davon gehört? Ja, das habe ich. Hier stellt sich die Frage, Fakt oder Fake? Wir können Sie beruhigen. Es ist eine Fake-Nachricht, die bewusst in die sozialen Medien gesetzt wurde. Wir haben diese Nachricht gesehen und uns gefragt, wie viele von 36 Schülern diese Nachricht ebenfalls gesehen und an sie geglaubt haben. Das sehen Sie jetzt. Unsere Statistik zeigt, dass 29 von 36 Schülern von dieser Nachricht gehört haben und 12 daran geglaubt haben. Doch wie entstand diese Nachricht überhaupt? Durch Mundpropaganda. Der 1993 setzte Journalistin Lisa Holt diese Info bewusst in die Welt. Diese verbreitete sich damals per E-Mails, denn so wollte die Journalistin darstellen, dass sich falsche Infos per E-Mails verbreiten. Heute taucht sie immer noch in den sozialen Medien auf und ist damit eine der weit verbreitetsten Mythen der Welt. Vor denen brauchen Sie sich also keine Sorgen mehr zu machen. Wir hoffen, dass wir Sie darauf aufmerksam machen konnten, dass Sie demnächst kritischer mit Fakten und Beiträgen im Internet umgehen. Denn dies ist nicht die einzige und wird auch nicht die letzte Fake-Nachricht bleiben. Natürlich gab es solche Lügengeschichten auch schon, bevor der Begriff Fake News geprägt wurde. Heutzutage finden Sie dank Facebook, Twitter und Co. viel schnellere Verbreitung im Netz, denn es wimmelt von selbsternannten Journalisten im Netz und jeder kann somit verbreiten, was er möchte. Ja, das war früher aber nicht ganz so einfach, denn als seriöser Journalist unterliegt man eigentlich einem Pressekodex. Doch das Internet ist schwer zu kontrollieren. Mit reißerischen Schlagzeilen, manipulierten Bildern und falschen Inhalten unterwandern dort die Urheber der Fake News das Regelwerk des seriösen Journalismus. Ihr Ziel? Möglichst viel Aufmerksamkeit bzw. Einnahmen generieren. Was der Pressekodex ist und welche Arten von Fake News es eigentlich gibt, haben jetzt unsere Reporter Anna, Kira, Max, Philipp und John für euch. Der Pressekodex ist ein vom Deutschen Presserat verfasstes Dokument. Er legt die Maßstäbe für die Berichterstattung und das Verhalten eines Journalisten fest. Insgesamt beinhaltet der Kodex 16 Regeln. Wenn diese verletzt werden, gibt es vom Presserat eine Rüge und die Aufforderung zur Richtigstellung der Nachricht. Wir werden euch jetzt jeweils ein Beispiel zeigen, in dem der Pressekodex gegriffen hat und eins, in dem er nicht beachtet wurde. Und somit eine Fake News entstand. Der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis wurde in einem Video auf einer Konferenz gezeigt, in dem er den Deutschen den Mittelfinger gezeigt hat. Schnell verbreitete sich das Video und sorgte weltweit für Aufregung. Varoufakis bestreitet dies. Er sagt, das habe so nie stattgefunden und dass es sich um eine Fotomontage handelt. Verschiedene Zeitungen reagieren gehässig und beschuldigend. Im Nachhinein stellt sich raus, dass es sich doch um einen Fake gehandelt hat. Die Journalisten haben somit gegen folgende Ziffern im Kodex verstoßen. Vor allem die Punkte der sorgfältigen Recherche und der sensationellen Berichterstattung wurden missachtet. Außerdem wurde er in seiner Ehre verletzt. Der zweite Fall behandelt ein positives Beispiel des Pressekodex. Der Fotograf Andreas Englisch berichtete, wie viele Pressefotografen den Papst Johannes Paul zweimal in Szenen ablichteten, die so nicht für jedermann zu sehen sein sollten. Erst wurde der Papst in Badehose geknipst, dann als er krank war. Alle Fotografen entschieden sich jedoch gegen die Veröffentlichung der Fotos aufgrund seiner herausragenden Persönlichkeit und verwiesen dabei auf die Punkte Schutz der Ehre und Schutz der Persönlichkeit. Der Kodex ist dazu da, um Fake News zu verhindern und ethische Richtlinien zu sichern und zu gewährleisten. Doch wie viele Arten von Fake News gibt es eigentlich? Man unterscheidet zwischen 7 verschiedenen Arten. Bei dieser Fake News dreht es sich um einen falschen Bezug.
Es ist in der Überschrift vom Eiffelturm die Rede, aber eigentlich sieht man den Kölner Dom. In dieser Art von Falschmeldungen geht es darum, gezielt falsche Eindrücke und Fehlinformationen zu vermitteln. Es ist deutlich zu erkennen, dass es sich um eine andere Demo handelt, als in dem Zeitungsartikel beschrieben wird. Es werden somit falsche Tatsachen aufgestellt und die Betrachter werden verwirrt. Dieses Bild zeigt einen manipulierten Inhalt, ein gezielt bearbeitetes Bild, um den Betrachter zu täuschen. Im Falle dieser Fake News handelt es sich um Satire oder Parodie. Beide arbeiten mit Übertreibung. Der Betrachter ist sich in den meisten Fällen einer Täuschung bewusst. Hier handelt es sich um einen irreführenden Inhalt. Die Jahreszahl des Ereignisses wurde verfälscht. Dies passiert meistens aus Propagandazwecken und um die Bevölkerung zu verunsichern. 1983 hat der Kunstfälscher Konrad Kujau die berühmten Hitler-Tagebücher gefälscht. Diese wurden vom Stern-Journalisten Gerhard Heidemann veröffentlicht. Diese Tagebücher hat es aber so nie gegeben und somit verbreitete der Stern sogenannte Hochstapler-Inhalte. Zu der letzten Form der Fake News, dem bewusst gefälschten Inhalt, wird uns unser Studiogast Peter Onneken gleich etwas erzählen. Mit seiner Schokolüge verbreitete der Journalist Inhalte, die zu 100% falsch waren und nur zur Täuschung entworfen wurden. Mehr dazu jetzt in unserem Studiogespräch. Hier sitze ich nun mit Peter Onneken. Er ist investigativer Wirtschaftsjournalist und Filmemacher. Hallo Herr Onneken, hallo. Schön, dass Sie heute hier sind. Gerne. So, wie schon eben erwähnt wurde, haben Sie das Schokoladenexperiment durchgeführt. Was haben Sie da genau gemacht? Das war zu einer Zeit, als es noch nicht wirklich um die große Fake-News-Debatte ging, sondern einfach generell darum, wie man mit wissenschaftlichen Studien Menschen täuscht. Und wir haben den Diätmarkt, in dem praktisch täglich immer neue Diäten rauskommen, die alle wissenschaftlich untermauert sind. Und wenn man sich das näher anschaut, sieht man, dass das fast alles Schmu ist. Und also versuchten wir, diese Maschinerie, die aus Diätversprechen, Halsversprechen und Verkaufsstrategie ist eben nachzustellen. Und haben eine Studie geschrieben, haben eine Pressemitteilung rausgegeben und landeten dann auf der Schlagzeile, auf der Titelseite der Bild. Okay. Und Sie sind ja selber Journalist. Haben Sie denn auch immer genügend Zeit, Ihre Quellen zu recherchieren? Ich denke schon. Die Frage ist, wie gut. Ne? Also genau. Das ist klar, man kann sicher irgendwie Fehler machen. Deswegen, ich würde bei dieser ganzen Fake-News-Debatte wirklich unterscheiden. Fehler passieren. Die passieren in allen Berufen, überall. Die Frage ist, passiert sowas mit Absicht? Versucht man Propaganda zu machen? Versucht man Leuten Dinge zu verkaufen? Und das ist schon was anderes. Und das passiert normalerweise Journalisten, glaube ich, nicht so sehr. Und denken Sie, dass Fake News ein soziales Problem sind? In den sozialen Medien? Genau. Das hat sich dadurch verstärkt. Wenn ich früher eine Zeitung aufgeschlagen habe, wusste ich, die Inhalte kommen daraus. Wenn ich heute meine Timeline auf Facebook anschaue oder an anderen sozialen Netzwerken, gucke ich oft begreife gar nicht so schnell, wer hat das eigentlich wirklich gepostet. Und das macht mich anfällig für unseriöse Quellen. Okay, gut, dann sehen wir jetzt einen Beitrag und dann geht's weiter mit dem Interview. Ja, der Begriff Fake News umfasst weitaus mehr als das bloße Fälschen von Nachrichtenbeiträgen. Fakes gibt es nämlich schon viel länger, als manch einem vielleicht bewusst ist. Schon zu Zeiten von Picasso oder Da Vinci wurde gefälscht, und zwar Gemälde und Zeichnungen. Aber auch zur Unterhaltung werden Fakes verbreitet, durch sogenannte Satiremagazine, in denen Sachverhalte oft bewusst übertrieben oder lächerlich dargestellt werden. Was es mit diesen Themen auf sich hat, zeigen uns die nächsten Beiträge. Ja, wir wissen alle, dass die Mona Lisa im Louvre hängt. Aber was wäre, wenn sich herausstellen würde, dass sie eine Fälschung ist? Hallo und herzlich willkommen im Museum Louvre, in dem die schönste Kunst der Welt hängt. Mein Name ist Barbara von und zu Schönsichtigen und heute freue ich mich ganz besonders auf unsere Sponsorin höchster Großzügigkeit, die bei uns zu Gast ist. Bitte begrüßen Sie mit mir Charlotte Lilienberg. Guten Tag. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich habe ein Werk mitgebracht, das Ihnen allen bekannt sein sollte. Es war verschollen, doch ich hatte das Glück, wieder drauf zu stoßen. Und nun möchte ich es dahin bringen, wo es hingehört, nämlich in dieses Museum, damit es jeder sehen kann. Mein Großvater
Vater Helmut Lilienberg war ein großartiger Mann und ein begeisterter Kunstsammler. Aus einer tragischen Situation heraus fand ich dieses Bild auf dem Dachboden zwischen tausenden von Gemälden. Mir war sofort bewusst, dass es sich um einen echten Da Vinci gehandelt hat, denn seine Leidenschaft für die Kunst gab er an mich weiter. Das einzig Richtige ist, dieses Gemälde dem Louvre zur Verfügung zu stellen, denn so ein Prachtstück sollte der Öffentlichkeit nicht verwehrt werden. Fehlt da nicht die Unterschrift? Sie nicht viel dünner? Das ist doch bestimmt. Nein, das ist nicht so dünner. Elektrorollatoren. Der Kölner Dom um 360 Grad gedreht und veganes Benzin? Mit solchen Fake News macht der Postillion täglich Schlagzeilen. Wir erzählen euch mehr über dieses Satiremagazin. Der Postillion ist ein Satiremagazin, welches im Internet falsche Nachrichten verbreitet. Dies machen sie auf ihrer Internetseite, die als seriöses Nachrichtenjournal getarnt ist. Außerdem verbreiten sie ihre Nachrichten auf sämtlichen Social-Media-Plattformen. Sie führen auch ein Faktenportal, garantiert ohne wahre Inhalte. Neben einfach witzigen Inhalten hat der Postillion auch kontroverse Inhalte. Wir haben Passanten diese gezeigt und sie nach ihrer Meinung dazu gefragt. In meinem Artikel handelt es sich um den neuen Trend auf dem Oktoberfest, das sogenannte Burgdel. Was ist denn Ihre Meinung zu diesem Artikel? Der Artikel kann Menschen ihrer Glaubensform verletzen. Das ist schwierig, ich finde, es ist immer von zwei Seiten zu beurteilen. Natürlich sollte man auch im Rahmen des Journalismus Satire machen dürfen und machen können, aber man sollte eben auch darauf achten, dass man nicht Leute verletzt oder dass es immer so deutlich und klar ist, dass sich niemand verletzt fühlt. In diesem Artikel geht es darum, dass CES sich bedankt bei den Medien für die Verbreitung von Angst und Schrecken unter den Leuten. Was halten Sie von diesem Artikel? Satire darf meiner Meinung nach alles. Satire ist gut, sowohl gegen die Langweiligkeit des Wahlkampfes, als auch ist die beste Waffe gegen Terrorismus und Extremismus. Und deshalb, die Kunst ist frei, die Gedanken sind frei, deshalb sehe ich da gar keine Probleme. Okay, Dankeschön. So, Herr Onneken, was sagen Sie denn? Finden Sie, dass Satire alles darf, alle Grenzen überschreiten? Sicher viele Grenzen, alles ist mir ein bisschen zu absolut. Also wenn ich in einem Umfeld, das die Satire überhaupt nicht versteht, Dinge erzähle, die dazu führen, dass Menschen getötet werden, wäre ich vielleicht vorsichtiger damit. Okay, und wieso kann man Fake News per Gesetz nicht einfach löschen oder verbieten? Es gibt ja so Versuche dazu. Die Frage ist, warum sollte man das? Also dass erstmal eine falsche Behauptung in die Welt gesetzt wird, das braucht, glaube ich, keine neuen Gesetze dafür. Wenn ich Straftaten begehe, indem ich aufhetze, indem ich verleumde, indem ich Falschbehauptungen auch stelle, kann ich ja heute schon von Gesetzes wegen zivilrechtlich oder auch strafrechtlich dagegen vorgehen. Es muss nicht alles der Gesetzgeber lösen. Und was können Sie uns mit auf den Weg geben? Wie können wir uns am besten gegen Fake News schützen? Ich glaube, es ist immer wichtig, sich anzuschauen, wer behauptet da was und gibt es da Interessen? Also die ganzen ausländerfeindlichen Fake News kann man ehrlich gesagt sehr schnell erkennen, wenn man einfach mal seinen Verstand einschaltet und einfach mal vielleicht zwei, dreimal klickt und sieht, wer das verbreitet und wer dahinter steckt. Mhm. Wunderbar. Vielen Dank für die interessanten Ausführungen und für Ihren Besuch. Gerne. Unsere Schülerreporter haben jetzt noch einmal für euch zusammengefasst, worauf man bei Fake News achten muss und wie man sich davor am besten schützen kann. Ob in der Kunst, der Zeitung oder im Netz. Fake News verstecken sich überall. Unser Film zeigt euch, wie sie erkennen und umgehen könnt. Und das abgerundet mit einem kleinen Comic. Hallo liebe Manga-Fans der Serie Flying Fairies. Spenden Sie bitte für eine neue Staffel. Was? Oh mein Gott, yes, yes, yes! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Spenden, 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 spenden! Gespender. Na, 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 la, 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 la. Was ist eigentlich mit der neuen Staffel, für die ich gespendet habe? Wann kommt die raus? Ich guck mal nach. Was? Nein, es war eine Fake News. Es will keine neue Staffel mehr geben. Mein Geld, alles, die Staffel, nein! Hey, Fabian! Hey, schon was von der Comic-Convention diesen Samstag gehört?
Comic-Convention, davon hätte ich sicherlich was mitbekommen. Davon gibt es jetzt schon Tickets im Internet. Schon mal was von Fake News gehört? Aber woher willst du denn wissen, dass es eine Fake News ist? Komm, ich erklär's dir. Wie erkennt man Fake News? Ein paar einfache Schritte, um Fake News zu erkennen. Was muss man beachten beim Posting? Bei einem Posting muss man auf jeden Fall beachten, wie viele Freunde und Follower er hat und ob die Beiträge zeitlich und inhaltlich korrekt sind. Und wie ist das bei Fotos und Videos? Mit dem Foto-Upload lässt sich schnell herausstellen, ob ein Foto tatsächlich die erste Aufnahme ist. Und war eigentlich noch irgendwas mit dem Impressum der Website? In Deutschland müssen Websites ein Impressum haben, welche Auskunft über den Urheber einer Nachricht geben. Guck also, ob es dieses Impressum wirklich gibt. Auch wir haben ein YouTube-Video darüber gemacht, wie man Fake News erkennt und welche Gefahren es dabei gibt. Wir hoffen, euch damit gut zu informieren. Hey, 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 Froggy wieder am Start. Passt auf, momentan gibt es viele Fake News im Internet, wo viele Leute leicht drauf reinfallen. Deshalb habe ich heute ein Informationsvideo für euch. Außerdem habe ich ein paar Gäste hier und wir werden euch zusammen erklären, was Fake News sind. Was sind denn eigentlich Fake News? Fake News sind falsche Nachrichten, die meist im Internet stehen. Falschaussagen wie zum Beispiel, dass jemand vermisst wird, womit die Internetseiten erreichen wollen, dass du etwas Falsches glaubst. Wie erkenne ich Fake News? Wenn du eine Nachricht liest und nicht glaubst, dass sie stimmen kann, untersuche zuerst einmal die Quelle, woher die Nachricht kommt, und recherchiere, ob vielleicht irgendetwas über die Quelle im Internet steht. Dort steht vielleicht auch, dass diese Seite eine Fake-Seite ist. Was sind die Folgen von Fake News? Es könnte sein, dass Personen verletzt werden oder viel Geld bezahlen müssen, ohne dass sie es wissen. Es gibt viele gefährliche Folgen von Fake News, deshalb sollte man sie so gut wie möglich vermeiden. Ich hoffe, ihr konntet durch dieses Video viel lernen. Seid gut informiert und passt das nächste Mal mehr im Internet auf. Bis zum nächsten Mal, eure Froggy. Vielen Dank allen Schülerreportern und Nachrichtensprechern für die gelungenen Beiträge. Das Einzige, was ich mich jetzt noch frage, ist, wie verbringt jemand, der mit Fake News sein Geld verdient, eigentlich so seinen Tag? Na, die Leute würde ich auch mal gern zu Gesicht bekommen, aber die halten sich bestimmt bedeckt. Doch warte mal, ich höre gerade aus der Regie, unser Reporter Leon hat sich inkognito einem Exemplar der Spezies Fake News Produzent genähert. Hoffen wir mal, dass er dabei nicht aufgeflogen ist. Wir befinden uns hier vor dem natürlichen Lebensraum eines Fake-News-Redakteurs der Fake News Factory. Und man sieht's, ich bin in Tarnfarben gekleidet, denn ich versuche eins mit der Umgebung zu werden. Diese Fake-News-Redakteure sind sehr, sehr scheue Lebewesen. Kommt, wir spinksen mal ein bisschen hinein. Hier sehen wir ein besonders junges Exemplar. Es ist gerade erst vom Volontariat getrennt und strebt nun zum ersten Mal nach eigenem Erfolg. Bitte beachten Sie die Motivation beim zufälligen Zusammenführen von Prominenten und Skandalen, der Enthusiasmus beim Zettelchenziehen. Gewissenhafte Journalist verbreitet augenblicklich die Neuigkeiten. Eine Sensation! Einmal Blut gerochen, ist das Jungtier nicht mehr zu stoppen. Während andere Fake News Redaktionen sich mit einer Fake News pro Tag begnügen, greift der naive Welpe nach den Sternen. Hat es geschafft. Es ist die Fake News. Der Kölner Dom wird abgerissen. Der Islam wieder, ne? Wenn ihr das glaubt, dann seid ihr Fake News. Zurück ins Studio.
Tja, Fake News sind mittlerweile leider ein fester Bestandteil in den Medien geworden. Und es ist zu befürchten, dass das auch weiterhin so bleiben wird. Da hilft nur eins, Nachrichten immer wieder kritisch zu hinterfragen. Und das ist ja vielleicht auch das Gute an all den Fake News. Sie fordern uns auf, wachsam zu bleiben. Also, lasst euch nicht täuschen. Mit diesem Appell wollen wir uns heute von euch verabschieden. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Wenn ihr euch als Schülerredakteure bei uns bewerben wollt, dann schaut doch mal auf unserer Homepage. Dort findet ihr nicht nur alle bisherigen Sendungen, sondern auch alle Informationen, die ihr für die Bewerbung braucht. Und falls ihr Eindrücke erlangen wollt für die Hintergründe unserer Produktion, dann folgt uns auch auf Facebook. Wir bedanken uns im Namen des gesamten Teams. Schön, dass ihr heute hier wart und sagen Tschüss bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Good morning, Cologne! Good news, good news. It's all good news for you. It's all good news for you.